Am Telefon habe ich den Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Herr Lackner, schönen guten Tag, Herr Erzbischof. Wir sprechen heute über Papst Benedikt XVI., den emeritierten Papst. Er wird heute beigesetzt. Fast 200.000 Menschen haben von Josef Ratzinger, wie er im bürgerlichen Namen heißt, Abschied genommen. Herr Erzbischof, wie haben Sie Benedikt XVI. In seiner Amtszeit wahrgenommen? Was war er für ein Mensch? Ja, also ich habe Papst Benedikt mehrere Male getroffen, schon als Kardinal. Ich bin ja 2002 zum Bischof ernannt worden und da waren wir auch in Rom. Da hat er auch zu uns gesprochen, da hat es auch Begegnungen gegeben. Dann in meiner Zeit früher, als ich in Rom war, habe ich immer wieder ihm begegnen können. Und dann natürlich als Bischof und jetzt als Erzbischof auch den Papst mehrere Male. Also ich habe 2 Wochen auf den Tag genau vor seinem Sterben mit ihm noch die Heilige Messe gefeiert. Das war sehr berührend und hernach auch gesprochen mit ihm. Er konnte nicht mehr ganz flüsternd sprechen, aber wir haben über Philosophie, Theologie und über den Glauben der einfachen Menschen gesprochen. Ich habe ihn immer erlebt als einen sehr aufmerksamen Menschen. Wenn man mit ihm geredet hat, man hat immer gespürt, er ist ganz da. Er hat sich eingelassen auf das, was man gesagt hat und hat nicht irgendwie, dass man den Eindruck gehabt hat, ja, das sind so gängige Formulierungen, die man da hört. Also sehr aufmerksam, auch sehr an der Wahrheit orientiert. Das war so der Leuchtturm für ihn, auch die Lehre der Kirche. Und da habe ich ihn aber sehr gesprächsfähig erlebt. Ich weiß zum Beispiel als Student, als ich da in Rom studiert habe, also Postgraduate-Studien, da war damals diese Diskussion mit dem Katechismus. Also im Theologiestudium in Wien, da wurde, ja, muss man sagen, auch polemisiert gegen dieses Werk. Und damals Kardinal Ratzinger hat dieses Werk dann vorgestellt, in Lateran Basilika, also in den großen Kirchen, waren immer gestopft, alles voll, und man war immer berührt und angetan, wie er das gemacht hat und wie das darüber gekommen ist. Also ich kann nur, also von daher nur das Beste sagen, auch bei den vielen Papstreisen, bei einigen war ich dabei, hatte ich immer diesen Eindruck, ein sehr aufmerksamer, ein bisschen schüchtern wirkender, zurückhaltender Mensch, aber der die Dinge benennen kann. Ja, und jetzt muss ich sagen, wenn ich gehört habe, das ist sein letztes Wort, ja, ich liebe dich, also das gipfelt sozusagen sein ganzes Leben, kann man sagen, wirklich von Jugend an dem Glauben gewidmet, auch für den Glauben gearbeitet, hat er mal gesagt, als Kongregation, als Sekretär der Glaubenskongregation, seine Aufgabe sei es, den Glauben der einfachen Menschen zu schützen, zu bewahren. So hat er seine Aufgabe gesehen. Also, und das gipfelt jetzt in dieser letzten Wortmeldung auf dieser Erde. Ja, ich liebe dich. Also, das berührt, ja. Man hört ja auch, dass er auch sehr humorvoll gewesen sein soll. Wie wichtig war der Papst für die Kirche? Wie wichtig war Papst Benedikt für die Kirche? Also ich glaube schon, er war wirklich, ich möchte fast so etwas sagen, ein Leuchtturm, an dem man in seiner Arbeit und konnte man sich orientieren. Ich glaube auch, dass er durchaus Diversität gelten lassen konnte, aber es brauchte dieses Hinblicken auf solche Orientierungspunkte, die es braucht, damit man seinen Weg durch das Leben findet. Also ich glaube schon für die Kirche, er wird auch seine Zeit ist nicht vorbei,
Also ich denke, dass gerade sein Schrifttum, das uns hinterlassen hat, denke da an die Jesus-Trilogie. Also das ist für mich fürs Predigen. Also gestern beim Herfahren habe ich die Predigt für morgen vorbereitet. Das ist ein Referenzpunkt. Man braucht hier nichts abzuschreiben, aber ich würde jedem raten, hör dorthin oder liest es. Und so in diesem, so einen Dialogpunkt, der vielleicht für manche etwas weit weg ist, aber das würde ich jedem empfehlen und das wird bedeutsam bleiben für die Kirche. Ja. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, meine nächste Frage quasi schon beantwortet. Was bzw. welche Erinnerung bleibt an Papst Benedikt XVI? Ist es diese Schrift? Ja. Ich glaube schon seine Theologie an der Bibel, an dem Wort Gottes, an den Vätern, an der Patristik orientierten. Das wird bleiben. Und er hat sich ein Leben lang mit diesem Phänomen Jesus beschäftigt. Und ich denke, da kann man nur dankbar sein für diese, ich möchte fast sagen, Fundgrube. Weil es ist ja die Jesus-Frage, ist ja nie, für mich schon gar nicht, hinlänglich zu beantworten. Da muss man immer wieder neu aufblicken, hinhören, aus konkreten Situationen was neu denken. Und da ist er einfach ein großartiger Theologpartner, würde ich sagen, aber mit normativer Kraft, ja. Er war ja auch der erste Papst, der zurückgetreten ist. Denken Sie, dass er nicht nur damit Geschichte, sondern auch die Zukunft verändert hat? Glaube ich schon. Das ist sicher, das war, so denke ich, ein mutiger Akt von ihm, wie ich jetzt höre aus Interviews aus einer nächsten Nähe, war das durchaus nicht leicht für ihn. Und dass es diese Möglichkeit einmal Wirklichkeit geworden ist, die Möglichkeit hat es ja immer gegeben, und dass das für in die Zukunft auch eine realistischere Möglichkeit sein wird. Ich möchte mich da dem Kardinal Schönborn anschließen. Ich hoffe nicht, dass es der Usus wird und so ist es, sondern das Ableben vom Johannes Paul II., wo die ganze Welt an seinem Sterben irgendwie teilhatte, das war schon auch berührend. Und viel sagen, weil ich denke nur, meine Mutter war gleich alt und die war auch schon schwach und hinfällig. Sie hat sich da sehr erbauen können, ja, gerade für schwache, sterbende Menschen. Und heute in dieser Zeit, wo der assistierte Suizid auch in Österreich also legalisiert worden ist, sind solche Zeugnisse sehr, sehr wichtig. Ja. Was erwarten Sie heute von der Trauerfeier? Sie sind ja selbst auch in Rom. Ja, naja, also ich gehe her wirklich, also ich bin gestern spät abends gekommen und muss heute Nachmittag sofort wieder zurückfahren, aber mit einer großen Dankbarkeit. Ich glaube auch, dass Papst Benedikt und dann ein Papst Franziskus, die von der Art vielleicht ganz verschieden sind, das spricht auch für die Lebendigkeit der Kirche. Das spricht auch für die Lebendigkeit des Papsttums von Papst Benedikt, dass nach ihm ein Papst Franziskus kommen konnte. Also wir hatten ja vor kurzem Adlimina Besuch und er hatte da die Möglichkeit, also am Freitag zum Abschluss mit Papst Franziskus sprechen und am Samstag durfte ich, die anderen sind schon nach Hause gefahren, noch mit Papst Benedikt zusammenkommen. Ich habe das nicht als so zwei Welten erfahren. Ich habe da sehr viel Gemeinsames, Ähnliches, vom Ansatz Gleiches entdecken dürfen. Und das freut mich in einer Kirche, die so aufgestellt ist. Und ich denke auch, das war nicht nur
waren nicht nur die Kardinäle, sondern da war das Wirken des Heiligen Geistes dabei. Also mit dieser großen Dankbarkeit gehe ich daher. Und ja, und wir haben im Papst Benedikt, und das werde ich, ich komme ja immer wieder nach Rom, einen Fürsprecher, und sein Grab werde ich besuchen und dort beten. Sie haben das Grab gerade angesprochen. Er wird im einzigen Grab von Papst Johannes Paul II. Ja. beigesetzt werden. Das Grab hat eine besondere Geschichte. Warum, denken Sie, hat er schon vorab dieses Grab gewählt? Ja, ich denke, er war schon vom Papst Johannes Paul II. Sehr, sehr geprägt. Das war ein, ich möchte nicht Noten verteilen, aber ein kongeniales Team, ja. Und das kann man gut vorstellen. Er wollte so oft in Pension gehen, wollte sich der Forschung wieder widmen. Und er hat gesagt, nein, du musst bleiben. Und dass er dann Papst auch noch geworden ist, Nachfolger. Also da ist sehr viel Linie da, direkte Linie. Und das fügt sich so gut, dass das Grab leer geworden ist und dass es wieder, dass man dort auch wieder beten kann. Also, ja. Wenn man jetzt in die Zukunft sieht, viele Stimmen sagen ja auch, dass es Papst Franziskus gar nicht so einfach hatte, aufgrund dessen, dass der emeritierte Papst Benedikt XVI. Noch gelebt hat. Denken Sie, dass er da jetzt aus dem sogenannten Schatten rauskommen kann, der Papst Franziskus? Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Also, ja, ich meine, ich kann nicht das Bischofssein mit dem Papstsein vergleichen, aber ich bin so hochfroh, dass mein Vorgänger in Salzburg jetzt wieder ist. Wirklich, das ist. Und das sind zwei so große Leute. Also ich glaube nicht, dass Papst Franziskus jetzt in irgendeiner Form gehandicapt war. Da war, dass Papst Benedikt noch lebt. Also ich kann es mal. Natürlich wird es da dort Dinge gegeben, wo Benedikt anders gehandelt hätte. Aber da hat dieser Mann hat die Größe. Dieser Mann hat die Größe. Das hat er Größe, und er hat gesagt, er wird gehorsam sein. Und das hat er auch getan. Ja, das hat die Meldungen, ich habe das auch nicht so empfunden, dass er jetzt sein Schweigen gebrochen hat. Ich denke, in diesen ganzen Bewegung, die eine gänzlich neue war, seit Jahrhunderten hat es nicht, war sehr viel Lebendigkeit da. Und das sind lebendige Prozesse, sind halt nicht immer zu 100% abgestimmt und fügen ineinander wie geschliffen. Nein, da gibt es auch ein bisschen, ein Aufmerksamkeit, aber ich denke, Papst Franziskus hat seine Aufgabe, glaube ich, voll und ganz, und hat es ja mehrmals gesagt, ist ein weiser, alter Mann und ein großer Mann der Kirche. Ich glaube, das hält mehr aus, als man glaubt, dass da durchaus, da fällt dir nichts ein, wo sie wirklich ein Dissens gewesen wären, groß. Also, ja. Herr Erzbischof, letzte abschließende Frage. Wenn Sie nochmal die Möglichkeit haben zu oder hätten, zu Papst Benedikt XVI. Zu sprechen, was würden Sie ihm sagen? Ich habe mir immer bei ihm, ich habe ihn ja oft getroffen, es waren meistens sehr kurze Begegnungen, immer bedankt für sein Schrifttum. Das ist, er hat über großen, über Augustinus doktoriert, er hat sich über Bonaventura habilitiert. Das waren auch zwei große Persönlichkeiten, mit denen ich auch zu tun hatte, meinen Studien. Ich habe mich für seine Enzykliken bedankt. Also, das würde ihm sagen, fragen, was würde ich ihn? Ja, diskutieren würde ich vieles gerne mit ihm, weil er ein ausgewiesener Theologe war. Und glaube ich, auch mit ihm konnte man argumentativ diskutieren. Da gibt es schon einige Fragen, die mich interessieren würden. Die stellen wir jetzt halt, den haben wir auch gestellt, den Papst Franziskus, ja. Also die Synodalität ist also ein ganz großes Thema, ne? Dass man sagt, die Synodalität, dass es sowas gibt wie
Bring- und Holschuld. Nicht? Teilkirche holt von der Universalkirche, aber Teilkirche bringt auch. Ja? Und da, dieses Verhältnis ist meiner Meinung nach theologisch ein interessantes Thema. Und da mit solchen Leuten reden zu können, das würde ich gern. Also ich hoffe, dass irgendwann wieder so ein ausgewiesener Theologe in diesem Rang, auch im Kardinalsrang oder da in Rom, wo man hingehen kann und über diese Fragen einmal auch so diskutieren, jetzt gar nicht durchsetzen wollen und das muss und so. Und mich interessiert sehr und bewegt sehr, was hat die heutige Zeit an Neues in die Kirche einzubringen? Ja? Wie müsste man das machen? Ich denke, die westliche Welt, da gibt es zum Beispiel die Säkularität. Wir machen ja die Erfahrung, dass das Säkulare ja nicht jetzt da irgendetwas Schlechteres neben dem Gläubigen ist, sondern dass dort durchaus sehr viel Gutes gibt, wo wir jetzt dies nicht vereinnahmen wollen, sondern dass wir so in Allianzen eintreten können. Ne? Hm. Das finde ich sehr, sehr schön. Ne? Und das ist ein interessanter Punkt, dass jetzt theologisch mit so hohen, kompetenten Menschen durchzubuchstabieren, nach allen Richtungen hin und wegzukommen ein wenig von dieser, wie ich sage, Anlasstheologie. Jetzt muss da nachgeschärft werden und da muss was ausgebessert werden und da muss etwas überhaupt wegkorrigiert werden. Das ist für mich ein Zeichen von einer gewissen Ängstlichkeit. Aber ja, darum, das wären Fragen, die würde ich mit Papst Benedikt gerne reden und mit Franziskus haben wir das auch besprochen. Ja. Herr Erzbischof, danke schön vielmals für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen einen angenehmen, schönen Tag noch. Danke, auf Wiedersehen, grüß Gott.